Hallo und herzlich willkommen zu Expeditions Wiking. Ich bin mal wieder live dabei. Oder ich bin wieder dabei. Ne, live ne, nicht, aber ich bin dabei, eine Aufnahme zu machen. Für alle, die das kleine Ankündigungsvideo zu Endless Space noch nicht gesehen haben, weil sie einfach das Spiel selber nicht schauen. Endless Space habe ich ja beendet, weil ohne Interesse brauche ich ja kein Spiel zu Let's Playen. Das ist das eine. Das andere ist, ja, warum war ich so lange weg? Ganz einfach. Ihr wisst ja, ich hatte das ja angesprochen, ich habe eine ziemlich heftige Kehlkopfentzündung gehabt. Habe auch Amoxicillin, also Penicillin bekommen. Habe das auch brav genommen, gar keine Frage, bis zum Ende durch und sollte auch an für sich reden dürfen. Allerdings habe ich zu viel geredet. Und zwar in meinem Job. Ich habe zu einfach zu früh angefangen zu arbeiten. Und dadurch hat sich der Kehlkopf wieder entzündet. Und zwar so heftig, dass ich tatsächlich für fast eine Woche gar keine Stimme hatte. Also ich hätte auch kein Ankündigungsvideo oder irgendein Erklärvideo machen können. Klar, man hätte ein paar Texte schreiben können und fertig. Aber ich meine, so wahnsinnig groß ist ja das Interesse an meinen Videos nicht, dass ich das jetzt für zwingend notwendig gehalten habe. Diejenigen, die mich dann vielleicht auch mal angeschrieben haben, den habe ich dann auch geantwortet. Und die waren also alle, die wichtigen Leute waren alle informiert sozusagen. Meine Abonnenten, die es interessiert hat. Und alle anderen, ja, die begrüße ich jetzt wieder mit Stimme. Ich hoffe, es bleibt auch so. Und eben den Wikingern. Ja, wir werden also Expeditions Wikings werde ich auf jeden Fall spielen, weil es einfach Spaß macht, was anderes ist und es auch Leute interessiert. Das ist das eine. Dass ich jetzt nichts anderes mache, hat nichts damit zu tun, dass ich keine Lust dazu hätte, sondern es hat einfach damit zu tun, dass ich, wie ich schon erwähnt habe, Frostpunk spielen werde. Und Frostpunk kommt Ende April raus. Es macht also keinen Sinn, vorher jetzt noch was anderes zu machen, weil mehr als zwei Let's Plays gleichzeitig wird es nicht geben. So, jetzt kümmern wir uns hier um das Spiel. Wir schnappen hier eine kleine Göre, die uns beklaut hat. Ich bin hier reingegangen und habe nichts groß gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist ein paar Punkte verteilt. Mal gucken, wie wir da hinkommen, ne? Zu den Mädel. Um meine Gruppe ein bisschen kräftiger zu machen. Und dabei hat mich hier so eine kleine Göre beklaut, die ich jetzt versuche zu bekommen, zu schnappen. Mal sehen, ist eh ein Hinterhalt. So, da ist er. Was steht denn hier? Du folgst dem jungen Mädchen in einen Hinterhof zwischen baufälligen Häusern. Dein Erscheinen dort löst einen heftigen Aufruhr aus. Ein Pfeifkonzert, das an Vogelzwitschern erinnert, setzt ein und lässt nicht weniger als ein Dutzend ungehobelter Männer und Frauen erscheinen, die wahrscheinlich mit allen möglichen spitzen Gegenständen bewaffnet sind. Wir haben gerade hier gesehen, da war schon eine Menge Bewegung drin. Der älteste von ihnen, ein stark vernarbter Kerl mit wenig Haut und umso mehr Mut, tritt vor und fuchtelt mit den Messern herum, die er in beiden Händen hält. Was ist hier los? Wer bist du? Mein Name ist Alensgard und dieses Mädchen hat mich bestohlen. Kein Mitglied meiner Familie würde sich jemals zu Diebstahl herablassen. Solltest jetzt besser verschwinden, bevor du noch jemand ernsthaft verärgerst. Du hast offenbar keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Wenn ich mein Geld nicht zurückbekomme, werde ich jeden einzelnen von euch töten. Oder? Durchsuch die Kleine doch einfach. Du wirst ein Beutelchen bei ihr finden, das mehr Geld enthält, als ein Mädchen ihres Alters sein eigen nennen könnte. Ich habe das zweite gewählt. Es gefällt mir überhaupt nicht, dass du meine Nichte des Diebstahls bezichtigst, Fremder. Das ist jetzt meine allerletzte Warnung. Verschwinde! Lass es mich anders formulieren. Gib mir mein Geld zurück
Oder wir werden euch allen die Gliedmaßen abreißen, wie Insekten, die ihr seid. Das ist meine Antwort. Der Mann scheint etwas erwidern zu wollen, doch dann betrachtet er dich genauer und bemerkt wohl etwas, das ihm nicht gefällt. Warte. Schon gut. Also gut, wir müssen die Sache wirklich nicht eskalieren lassen. Der alte Mann zieht das Mädchen so fest am Ohr, dass ihre Füße fast den Boden nicht mehr berühren und brüllt ihr irgendeinen strengen Befehl zu. Augenblicklich zieht sie einen Beutel aus der Tasche und drückt ihn dem Mann in die erwartungsvoll ausgestreckte Handfläche. Hier, das ist alles, was sie gestohlen hat. Nimm es und verschwinde. Ihr seid eine Diebesfamilie. Ach, so ist das. Ihr seid eine ganze Diebesfamilie, ja? Stirnrunzeln wirft dir der Alte einen vernichteten Blick zu. Meine Nichte hat ein paar schlechte Angewohnheiten, das ist alles. Wir sind alles ehrliche, gottesfürchtige Leute. Ich will ja ein Kerker kommen lassen, das sind da sicherlich Halunken. Das letzte übersagen wir eben. Schon gut, schon gut. Es stimmt, wir sind Diebe. Was wollt ihr? Falls ich hier in der Stadt an irgendwelche Wertsachen komme, wärt ihr interessiert daran, sie mir abzunehmen? Soll ich das fragen? Ich mach mal. Er bekommt große Augen und starrt dich an, während er sich in Gedanken all die unerwarteten neuen Möglichkeiten ausmalt. Du bietest an, für uns zu stehlen? Ich stelle mir eher eine Art Zusammenarbeit vor. Er lässt seinen Blick noch einmal über dich und dein Gefolge schweifen. Dann huscht ein zaghaftes Lächeln über seine vollen Lippen. Er steckt sein Messer weg und streckt dir die Hand entgegen. Mein Name ist Maban. Wer weiß, ob man ihn nicht gebrauchen kann. Alensgard. Die Freude ist ganz meinerseits, Alensgard. Alensgard, weißt du, ich erkenne viel Potenzial in unserer Partnerschaft. Meine liebe Familie und ich hatten über die Jahre hinweg ein recht gutes Auskommen dank der Händler, Pilger und anderer Reisender. Aber wie du dir sicher denken kannst, sind die Einwohner dieser schönen Stadt für uns tabu. Fangen wir erst an, unsere Nachbarn zu bestehlen, werden wir bald erwischt. Wie sagt man so schön? Man soll nicht scheißen, wo man ist. Du allerdings hast dieses Problem nicht. Du kannst relativ sicher in irgendein beliebiges Wohnhaus einbrechen, das auf reiche Beute hoffen lässt. Zufällig haben wir schon ein paar Ideen, welche Häuser sich lohnen könnten. Wollen wir jetzt wirklich Dieb werden? Ich will eigentlich nur einen Absatzmarkt. Ich will jetzt nicht jetzt irgendwo noch einbrechen und den Leuten was klauen. Zweite Antwort. Er hat beide Arme, die Handfläche in beide Richtungen gedreht. Also gut, meinetwegen. Du weißt ja, wo du mich findest. So, was ist denn da jetzt aktualisiert? Also jetzt, ach so, die Wohnhäuser, die sind ja hier teilweise, ich habe mich schon gewundert, es gibt ja teilweise Häuser mit Türen und die konnte ich bisher nicht öffnen. Das sind wahrscheinlich dann jetzt die Häuser, in die ich rein einbrechen kann und ja, klauen kann. Aber ganz ehrlich, das ist eigentlich nicht meine Aufgabe. Und ich finde es auch irgendwie
nicht richtig. Die Bewohner hier von Eoforvik zu beklauen. Wir gucken mal auf die Questlist. Was haben wir denn hier noch? Ach, mit Wada war noch was. Dann haben wir die letzte, halt die Augen offen. Ja, okay. König der Pilkenhöhle. Das wäre auch noch was. Nach Orkney zu segeln, um dort erstmal einen Ausgangspunkt zu schaffen. Vorher möchte ich aber gerne mit Wada sprechen. Das interessiert mich jetzt schon, was der gute Wada zu erzählen hat. Da oben muss ich hin. Okay. Gucken. Geht das? Jo. Ich renne jetzt irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung. Ach, da ist er schon. Hier ist es gut. Geschützt vor neugierigen Blicken. Und die ehrwürdigen Gemäuer der alten Festung verleihen unserem Trag ein Gewicht. Findest du nicht? Was möchtest du besprechen? Ich bin ein alter Mann unter König Osrit. Ein Adeliger, der über ein kleines Gebiet im Süden herrscht. Aber Osrit ist nicht mein Herrscher. Ich diene einem anderen, und zwar unserem ehemaligen König Ethelred, dem Ersten. Er wurde vor 10 Jahren entthront und ins Exil geschickt. Doch vor kurzem ist er zurückgekehrt. Ich glaube, deine Ankunft kommt Ethelred und unseren Plänen sehr gelegen. Und ich denke, das wird er genauso sehen. Triff dich doch in seinem Lager im Inglewood mit ihm. Ihr beide habt sicher einiges zu bereden. Also das ist der Grund für Osrits Verschlossenheit. Ich denke, die Raubüberfälle deiner Landsleute spielen dabei eine ebenso große Rolle. Aber ja, Osrits Spione wissen von Ethelreds Rückkehr. Zum Glück wissen sie aber nicht, wo er sich gerade aufhält. Dieser Informationsmangel des Königs ist von großem Vorteil für uns. Wir dürfen uns nicht zu früh verraten, deshalb kommst du ins Spiel. Eine kleine Intrige. Ich meine, wir wollen ja Verbündete gewinnen. Wer jetzt, ne? Ist ja egal. Osrit will nicht. Aber vielleicht Ethelred. Wir wissen es nicht. Wir können es aber mal angehen. Dann wollen wir uns mal mit dem König treffen. Sehr gut. Ich werde vorausreisen und Ethelred informieren, dass du kommst, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Als Wada gerade im Begriff ist zu gehen, hört ihr eine Stimme hinter euch. Wen haben wir denn da? Ein alter Mann, der mit einem ausländischen Heiden die Köpfe zusammensteckt. Was wohl der König davon halten wird, wenn er es erfährt? Verdammt, Osrits Spione haben dich vom Thronsaal bisher verfolgt. Bis hierher verfolgt. Wir müssen verhindern, dass der König von unserer Unterredung erfährt, sonst darf ich ihr Vorweg nicht mehr betreten. Sie dürfen diesen Ort nicht lebend verlassen. Ja, denn wir dürfen nicht anfangen, wir können nur bewegen. Gut, das ist toll. Da haben wir zwei. Ach, das ist ja total scheiße aufgestellt hier. Warte mal, wie machen wir das? Der gute Allensgard geht mal hier hin. Dann. Hier haben wir, ach, den Wada. Wada geht mal hier hin. Ich muss jetzt erstmal ein wenig Raum schaffen, damit wir eine vernünftige Aufstellung haben. Die Schildträger nach vorne, die Bogenschützen dahinter. Warte mal, du
Hast auch keinen Schutz. Die Bogenschützen dahinter. Ach, das ist der Morkant. Und auch du ziehst dich zurück. So. Aber jetzt können wir noch Folgendes machen. Hier kommt ja nur einer durch, ne? Ja, dann gehst du dahin. Du da. Kommen wir da nicht mehr hin? Aber das klappt nicht, ne? Na, wir haben keine Bewegungspunkte mehr. Scheiße. Okay. Sieben Gegner. Widerstanden. Fuck. Der kommt da doch vorbei. Ist so eine Sauerei. Okay. Gut. Das ist scheiße gelaufen. Aber mal zumindest nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Als erstes mal darf er uns verstärken. Ein zweites Set haben wir nicht. Stehen so beschissen, ne? Komme ich an ihn? So komme ich ran. So, einmal. Jawohl. Dann kriege ich einen mit, wenn ich gehe, ne? Scheiße. So. Haben wir schon, haben wir schon. Morkant. Ja, du musst hier hin. Er kann. Wäre natürlich geil, wenn ich den jetzt betäuben könnte, aber das gelingt mir meistens nicht. Umhauen werde ich ihn aber auch nicht. Ich versuch's mal. Geil, er ist benommen. Das ist sehr geil. Dann hier drauf. Mega gut. Weg. Jetzt kommt unser Schildmeister hier. Der sollte ihn ein, oder unser Big Boss hier, der Raider, der sollte ihn wegmachen, genau. Jetzt können wir ihn nach hinten ziehen. Ihn auch ein Stück zurück. Entdeckt sind wir eh überall. Bleiben so stehen. So, der hier dürfte gleich weg sein. Ja gut, dass er der Morkant an mitgibt, das war geplant. Das ist scheiße gelaufen. Ach, dieser verkackte Drecksbogenschütze da hinten. Dieses miese Stück.
Ja gut, sie hat uns jetzt, weiß ich nicht, hat sie uns was verpasst? Das war nur der Schild. Super. So, Ketil kann ich im Moment nicht einsetzen. Machen wir ihn mal weg. Genau. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt hier mache. Erstmal den Kettle vorziehen. 68% Chance. Alter Bastard, jawohl. Ihn auch mal entdecken. Das zwingt ihn vielleicht, sich zu bewegen. Kettle geht mal eben dahin. So, Morkant, du ja erstmal. Unser friedlicher Gunnar. Jawohl, das hat gesessen. Sehr gut. Kannst du ihn auch schon wegmachen? Kannst du ihn wegmachen? Ja. Sehr gut. Wir haben jetzt nur noch diese beiden. Er muss jetzt angreifen. Er wird schießen. Gunnar zieht sich mal zurück. Und wird eben geheilt. Dominus Vibisco, my thanks. So. Kitty? Hierhin, dann ist er auch verdeckt. Auch zumindest nicht mehr erleuchtet. Und wir machen unseren Schild fertig. Ja, das war's. Auf geht's. Ja, ja. Demoralisier du mal. Echt richtig, richtig schön Aua. Wir machen mal Klatschen. Weil das geht nicht, weil wir nicht uns zurückziehen können. Dann machen wir den. You think that was a good hit? Wait till I'm warmed up. Wow, das ging schnell. So. Einmal vor. Kettel kann ihn nicht erreichen, aber ihn. Schade. Einmal hier hin. So, dann Alensgard auch vor. Ich hätte mein Schild mal fertig machen sollen, ne? Na egal. So stark sind die nicht mehr. Das ist... Ach, das ist Gunnar. Gunnar. Gunnar macht mal den Außenstürmer. Mal schauen. So. Oh, Morkant ist verletzt. Scheiße. Sieht man an der, ne? An dem roten Zeichen da. Dann Morkant. Lord, guide me to aid this one. Thanks for the help. Wunderbar. Dahin. Und hierhin. Ah!
Das war jetzt zutiefst beeindruckend. Wir machen jetzt den Schild fertig. Kann noch wer heilen? Ach, nicht zurück. Blödsinn. Na egal. Er macht. Er macht ihn auf jeden Fall weg. Machen wir anders. Warum kann ich nicht angreifen? Macht ihn jetzt weg. Ja. So. Geschafft. Und wieder mal erfolgreich uns gegen die Horden durchgesetzt. Was hat er? Eine mittelschwere Stichwunde, die wird behandelt. Was haben wir? Infektion. Und Infektion. Okay, das muss behandelt werden. Das werden wir dann außerhalb machen, da wir ja jetzt anscheinend eh reisen, ist das nicht so dramatisch. Der letzte von Ostreds Soldaten fällt und nach einer kurzen Verschnaufpause überprüft Vader schnell noch die Toten, um sich zu vergewissern, dass es keine Überlebenden gibt. Bitte verzeih mir, dass ich dich in diese Sache hineingezogen habe. Wenn der König wüsste, dass ich gegen ihn arbeite, würde das unsere Pläne stark behindern. Er wirft dir einen Beutel mit Münzen zu. Hier. Das hat der Anführer bei sich. Jetzt sieht es wie ein gewöhnlicher Raubmord aus und die Münzen stehen dir zu, weil du mir geholfen hast. Ich breche sofort in den Inglewood auf. Ich hoffe, dich dort wiederzusehen. Geh mit Gott, mit meinem oder deinem, ganz wie es dir beliebt. Ja, wir gehen vor allem nicht ohne vorher zu plündern. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Inglewood. Da bin ich mal gespannt, was uns dort erwartet, auf dem Weg dorthin schon. Und auch dann im Inglewood. Vielleicht treffen wir dort ja auf Robin Hood, wer weiß. Ja, auf jeden Fall hat sich das hier gelohnt. Wir haben keine neuen Verletzungen bekommen. Guck mal hier, das Feld, das nehmen wir auch noch mit. Oh, da gucken wir auch mal rein. Ja, soll man das? Ach komm, das Fass liegt da so einfach rum. Na, das kann ich nicht haben. Wirklich, finde ich schrecklich. Einsame Fässer in der Ecke rumliegen, das ist nicht schön. Ich finde, als guter Let's Player nimmt man die anständigerweise mit. So. Himmelarsch, das lohnt sich ja richtig. So. Jetzt hier mal weiter. Hier war doch gerade eine Anzeige, dass man hier irgendwo wegkommt. Müssen wir da lang? Okay. Über die Brücke. Da ist der Maban. Oh. Und dann hier hin. So. Ohne Umschweife dahin. Und dann haben wir es geschafft. Jawohl, dann sind wir wieder auf der Flucht. Nein, auf der Reise, besser gesagt. Wir werden uns jetzt ein bisschen umsehen. Und mal sehen, was uns in Inglewood erwartet. Eo Vorweg lassen wir erstmal hinter uns. Wo ist denn Inglewood? Ist das? Wow. Inglewood, okay. Hier oben ist Perth, das sind die Pikten und hier oben, ganz oben soll auch noch irgendwo was sein. Na gut, also nächste Runde, nächste Folge werden wir uns auf den Weg nach Inglewood machen. Wir werden auf jeden Fall zwischendurch pausieren müssen. Haben auch drei Verletzte.
die wir behandeln müssen, und dann schauen wir mal, was uns in Inglewood erwartet. Oder erstmal, was uns auf der Reise erwartet. Ne? Wir haben ja auf dem Weg nach Eoforwick haben wir ja schon diese wunderbare Wilfriedskirche gefunden, wo man wenig freundlich mit uns umgegangen ist. Und mal sehen, was uns noch so erwartet. Ich sage bis hierhin erstmal vielen lieben Dank, dass ihr dabei seid. Lasst mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ihr dürft mich auch gerne abonnieren. Und ja, ganz wichtig, ihr müsst die Glocke klinken, sonst kriegt ihr keine Nachrichten, was bei mir tatsächlich viel wichtig ist. Weil sonst, glaube ich, erfährt man gar nicht, dass ich was mache. Und ansonsten, ja, genießt den Tag, kommt gut ins Wochenende hinein und seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir wieder auf Expedition mit den Wikingern gehen. Bis dahin, tschüss, euer Alien.